Servus, und da wären wir wieder. Das letzte Mal haben wir ja schön die Osmanen platt gemacht, mehr oder minder, und haben jetzt schön die byzantinischen Provinzen hier, beziehungsweise die Byzanzer, die byzantinischen Provinzen, was irgendwie auch egal. Wir schauen uns jetzt erstmal hier die politische Situation an und gucken wir mal, wo man als nächstes gut angreifen könnte. So. Ich meine, Genua und so weiter, die sind ja noch im Reich, deswegen wird das wahrscheinlich erstmal nüscht, weil gegen Österreich ist immer so eine Sache, ne? Serbien wäre natürlich jetzt das nächstliegende, da haben wir jetzt aber noch keine Claims. Hätte man eigentlich schon ein bisschen früher anfangen sollen, Claims zu fabrizieren, beziehungsweise zumindest schon mal ein Spy-Network aufzubauen. Das schicke ich mal weg. In Bosnien kommen wir nicht ran, wir haben aber allerdings hier... Venedig ist mit Frankreich verbündet. Das ist natürlich auch nicht ganz so schön. Warten wir mal gerade, bis unsere Diplomaten zurück sind. Das ging ja schnell. Österreich möchte Military Access. Das können sie gerne haben. So. Mit Serbien schauen wir erstmal Spy Network. Wir kämen auch noch an Ragusa ran. Ihr seid mit dem Papst verbündet und werden von den Osmanen garantiert. Das wäre eigentlich... Wir hatten ja die Truppen der Osmanen ganz schön dezimiert. Was ist denn davon noch übrig? Das ginge tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viel die noch ausheben. Aber es würde definitiv im Bereich des Möglichen liegen, Ragusa anzugreifen und uns vielleicht hier noch Silistrien zu nehmen, dass wir an die Walachei herankommen. Ich habe so die Befürchtung, dass Ungarn das sonst macht. Das tun die nämlich ganz gerne. Das wäre ein Plan. Dann machen wir hier mal, gucken wir mal Serbien, was da passiert. Und hier gucken wir auch mal. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Hier war das. Einmal bitte... Ach Quatsch, hier. Spy Network. So. Jo. Mit der Byzanz Beziehung verbessern würde ich trotzdem immer noch weitermachen, obwohl die gerade gut gesonnen sind uns gegenüber. Wir können mal das zurückzahlen. Und dann mal gucken, was jetzt alles so Schönes passiert, bis wir hier die ersten Claims haben. Ich vermute mal, dass die Walachei da nochmal rausgegangen ist, weil ich das Spiel in der Zwischenzeit nochmal neu gestartet habe. Ich habe natürlich erstmal geguckt, ob das mit der Aufnahme auch alles geklappt hat. Ist ja schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal was aufgenommen habe. So. National Unrest minus 1 ist immer nicht verkehrt. Und vielleicht sollte ich... Na, wobei, eine Allianz machen wir, glaube ich, erst nachdem sie ihren Krieg hier beendet haben. Sonst ziehen die uns da noch rein. Weil das auch nicht verkehrt wäre, Serbien, Genua. Das habe ich befürchtet. Ja, Serbien wäre damit erstmal gegessen, glaube ich. Wobei die sich vielleicht auflöst, wenn wir uns mit Polen verbinden. Was ich eben sagen wollte, vielleicht wäre das gar keine so schlechte Strategie, weil... Mit wem seid ihr nun mal im Krieg? Ah, Ungarn ist dabei. Ah, Ungarn ist leider immer so eine Sache. Aber, dann würden wir schon mal Gefallen bekommen. Und dann könnte man eigentlich, sobald wirklich der nächste Krieg mit den Osmanen ansteht, direkt die Polen auch noch mit ins Boot nehmen. Österreich, ja, das mit den Gefallen dauert auch noch ein bisschen. Wir probieren es mal. Was soll schon passieren? So, wir sind jetzt natürlich hier leider eins drüber, aber das ist verkraftbar. Und ich würde sagen, wir machen trotzdem hier weiter mit den Beziehungen verbessern. Ach, wollt ihr mich verarschen? Ach, ihr Osmanen, wieso tut ihr mir das an? Ja, dann wäre wirklich die Frage, was ist sinnvoller? Wahrscheinlich dann eher Serbien anzugreifen anstatt Ragusa.
wenn wir die Osmanen nochmal mit reinziehen wollen. Dann haben wir den Papst nämlich hier nicht an der Backe. Wobei das Problem ist halt die Koalition, ne? Wer war da jetzt drin? Genua noch, ne? Venedig, waren die auch drin? Nee. Wobei, ich kann es ja gucken. Serbien, Genua. Genua hätten wir dann halt noch. Weil wenn da Genua dabei ist, können wir uns hier auch noch was nehmen. Ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen. Hätten wir jetzt schon die iberische Hochzeit, wäre das auf jeden Fall kein Problem. Aber so... Wie viele Truppen haben die denn alle? Das ist die Frage. Wir hätten gegen uns Bosnien mit 8000. Genua mit 10.000, das wären 18.000. Die Osmanen lasse ich jetzt mal außen vor, weil hier können wir einfach die Straight blockieren vorerst. Apropos Straight blockieren, da sollte ich vielleicht mal noch ein paar Galeeren. Oh, na toll. Ja, das war jetzt sehr sinnvoll, aber das mache ich trotzdem. Weil die Galeeren werden wir auf jeden Fall brauchen. Und man muss ja auch ein bisschen hier ausnutzen, dass man den Bosporus blockieren kann. Weil ich glaube, Litauen und Moldawien werden den Osmanen nicht unbedingt Durchmarschrechte geben. So, dann könnten wir auch hier eigentlich mal noch unsere Truppen ein bisschen aufstocken. Wobei, das ist jetzt erstmal nicht allzu wichtig mit der Stabilität. So, soweit so gut, soweit so gut. Okay, Trade Dispute ist nicht so toll. England hat sich natürlich hier... Oh, Burgund. Das wäre natürlich auch extrem klasse, wenn das klappen würde, dass die Burgund von Kastilien geerbt wird. Was dann letzten Endes wir wären. Aber mal schauen. So, aber ich wollte hier mal noch gucken. Die Schiffe haben wir ja jetzt in Auftrag gegeben. Wer war das noch? Bosnien mit 8000, Genua mit 10.000 und Serbien wäre das noch gewesen. Serbien auch mit 8000. Also Serbien-Bosnien sollten wir eigentlich recht fix überrennen können. Genua wird wahrscheinlich einen Moment brauchen, bis die überhaupt hier da sind. Und die Osmanen können wir hoffentlich möglichst lange hier auf der anderen Seite behalten. Das wäre wirklich eine Idee. Das wäre wirklich, wirklich eine Idee. Ich würde es einfach mal probieren. Notfalls denke ich mal schon, dass wir genug Warscore aufbauen können, um dann eine Notbremse zu ziehen, falls es wirklich aus dem Ruder läuft. So, machen wir hier die 20 voll. Damit sollten wir erstmal hier vorne zurechtkommen. Dann würde ich mir Silistrien holen. Ich meine, die anderen sind erstmal nicht so wichtig. Vielleicht noch Wedin, dass wir vermeiden, dass die Ungarn da Blödsinn machen. Dass die uns da was klauen, weil Krieg mit Ungarn ist immer so eine Sache, weil die mit Österreich verbündet sind. Aber schauen wir mal. Ich würde auf jeden Fall gerne möglichst Serbien komplett nehmen, Wiedin eventuell und Silistre. Allerdings wahrscheinlich Wiedin sinnvoller. Dann hätten wir die abgeschnitten und hätten eine Grenze mit der Walachei. Ich meine, das können wir ja für uns selber nehmen. Den Rest kriegt dann die Byzanz. Was machen wir denn hier? Geld, Admin, Military, Manpower oder Prestige? Ich glaube, ich nehme die Prestige. Können wir gerade gebrauchen.
Die schnappen sich Granada. Ach, ernsthaft Portugal? Ich hoffe, die nehmen das nicht. Weil Kastilien hat ja so ein schönes Event, wo sie die Kultur hier von Andalusisch auf Kastilianisch, wenn das das richtige Wort ist, ändern können. Das wäre eigentlich ganz cool. So. Hier hätten wir den Claim. Den nehmen wir einfach mal mit. Ja, gegen Papst habe ich nicht so viel Lust, weil die überrennen dann wahrscheinlich Neapel und es kostet extrem Warscore. Polen ist mit seinem Krieg fertig. Das ist auch nicht verkehrt. Wir können hier einen Claim machen. Wie wird es denn hier mit einem Krieg aussehen? Genua macht halt auf jeden Fall mit. Die Osmanen machen mit und Bosnien macht mit, wie erwartet. Auf unserer Seite leider niemand, weil wir nicht genug gefallen haben. Ach, in solchen Momenten würde ich wünschen, dass die Iberische Hochzeit schon passiert wäre. Naja. So, ist die Frage, greifen wir die jetzt schon an? Weil wir noch warten sollten, bis die Schiffe fertig sind, auf jeden Fall. Ja, die haben 19. Boah, wie viel habe ich denn hier gebaut? Wobei, mit dem Admiral hier sollten wir eigentlich ganz gute Karten haben. Haben wir eigentlich Ideen von Anfang an? Oh ja, 20% Galley Combat Ability. Von daher, das ist schon mal ganz gut. Taken wir mal ab. Okilidokili, mal gucken. Es wäre halt echt schön, wenn die Koalition verlassen würden. Wäre Genua halt nicht dabei, wäre das sehr, sehr cool. Ach komm. Ach komm. Kriegen wir schon hin. Kann ich meine Beziehung mit euch verbessern, dass ihr da eventuell rausgeht? Probieren kann man es ja mal. Ansonsten wäre es vielleicht auch noch ganz cool, wenn die Osmanen hier irgendwie einen anderen Krieg erklären, dass sie ein bisschen abgelenkt sind. Ich glaube zwar nicht, es sei denn, die Mamelucken greifen vielleicht an, dass die Osmanen dann halt gar nicht mehr mitmachen. Aber das war zumindest ein bisschen Zeitgewinn, dass sie die Truppen irgendwo anders erstmal parken. So. Unsere Schiffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, Barcelona noch. Ja, das sind 9. Haben wir, glaube ich. Und wie viel hatten wir? Dann hätten wir 18. Die haben 19. Allerdings mit den 20% sollte das kein Problem sein. Wobei, die haben auch einen ultra guten Admiral. Huiuiui. Ich glaube, ich gebe hier mal noch 3 Stück in Auftrag, dass wir notfalls noch Verstärkung bekommen können. Ach, sehr wunderschön. Mensch, Mensch. Und vielleicht mal noch gerade reparieren lassen. Das wäre auch kein Fehler. Stellt ihr euch mal auch dazu. Mal gespannt, ob das klappt. Wäre schön, wenn ja. Wäre schön, wenn Aragon. Ach, ja. Genau. Wenn Genua noch irgendwie aus der Koalition rausgehen würde. Oder Serbien selbst halt. Warum? Venedig. Why? Tell me why. Ja, so viel dazu. Wenn Venedig noch dabei ist, können wir es komplett vergessen. Dann wäre die Frage mit Ragusa. Da wäre der Papst dann allerdings dabei. Das ist dann die Frage, ob es da sinnvoll wäre, zu versuchen, die direkt zu überrennen und rauszunehmen, bevor wir dann wirklich was anderes machen. Oh, diese blöde Koalition.
Vor allem so knapp, eigentlich würde Serbien jetzt nicht mehr beitreten. Ich glaube, das wäre dann wirklich sinnvoller, dass wir das machen. Dann versuchen wir es auf die Ragusa-Art. Oh, wer hat's geerbt? Oh. Oh. Wie kann man nur so ein Glück haben? Leicht versucht, ein Safe-State zu machen, deswegen. Wow. 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 Einfach wow. Das können wir eigentlich machen, das schadet nichts. Das hier heben wir uns auf, wenn wir die Byzanz annektieren. Die 15% sind nicht verkehrt. Ja. Wie gut. Wie gut. Boah, will ich es jetzt immer noch riskieren? So, Entschuldigung. Aber das ist... Wie groß ist die Chance dazu? Wobei, eigentlich gar nicht mal so klein, ne? Das Event tritt, sagen wir mal, in 80% der Spiele auf. Die Burgund überlebt eigentlich gar nicht so oft. Und dann haben sie meistens eigentlich nicht unbedingt eine Royal Marriage mit jemandem aus dem Kaiserreich. Und dann ist es meist... Ist es 50-50? Ich habe da mal nachgeguckt, wie die Chancen stehen. Ich glaube, Österreich hat immer eine leicht höhere Chance, aber nicht so, dass es unrealistisch wäre, dass Kastilien das packt. Aber egal, es ist einfach extrem geil. Es ist einfach extrem, extrem geil. Aber gut. zurück zu unserem eigentlichen Problem. Wollen wir Ragusa angreifen? Jetzt nicht mehr. Jetzt wo Ungarn noch da... Och, Leute, was macht ihr denn? Ja, das fällt jetzt flach. Wenn Ungarn noch dabei ist, können wir das vergessen. Herrje, herrje. Was wollt ihr? Military Access könnt ihr gerne haben. Immer noch hier in dem Krieg. Achso, da ist Tunesien dabei. Das würde es erklären, warum das etwas länger dauert. Die haben kein Erben. Wie alt ist denn deren König? 47. Wenn der jetzt abkratzt und die Königin bei denen auf den Thron kommt, dann könnte die iberische Hochzeit auch schon gleich passieren. So, aber ist immer noch die Frage, was machen wir jetzt? Das Problem ist, Venedig ist unantastbar wegen Frankreich. Da fällt mir gerade ein. Wir könnten den hier mal machen, dass die Byzanz hier auf die griechischen Inseln mal Claims fabriziert. Ich weiß gar nicht, ob die da permanent drauf haben. Die haben so schon Claim drauf. Sehr cool, wenn sie auf Rhodos einen Claim hätten, weil dann kriegen wir Venedig ohne Frankreich mal raus. Ich meine, viel von Venedig müssen wir dann natürlich nicht nehmen, aber dann können wir die auf jeden Fall mal zwingen, ihr Bündnis mit Frankreich zu brechen. Andere Sache wäre natürlich noch jetzt warten und hoffen, dass sich diese Koalition auflöst. Hier können wir auch mal noch Beziehungen verbessern. Vielleicht klappt das ja. Ich glaube, wenn einer von denen jetzt noch rausgeht, dann... Ja, die haben wir eh rivalisiert, ne? Genau. Deswegen Venedig... Können wir vergessen, da Beziehungen zu verbessern. Das ist ja mal so genial. Allerdings ist hier dieses Bündnissystem, was hier gerade mit den
Kandidatin für eine Expansion besteht, sehr, sehr unschön. So, aber da wir gerade Verluste machen, würde ich mal hier das vorab reißen und das hier. Dass die uns was bringen, ist ja unwahrscheinlich. Hier haben wir ja noch Neapel davor. Und hier Kastilien, mehr oder minder. Ich meine, Navarra noch, aber ich glaube, die werden bald vassalisiert. Zumindest passiert das in 99,9% der Fälle. Ihr seid jetzt mit Akunulo und Tunis verbündet. Das ist eher so mittelgut. Wie sieht's hier aus? Mamelucken. Ich wundere es, dass die Dhul Qaldir nicht angreifen. Sonst hat hier auch keine Claims. Das ist schade. An die Walachei würde ich halt sehr, sehr gerne rankommen. Das ist ein bisschen blöd. So, machen wir den hier. Ich will mal gucken, dass wir nochmal an Geld kommen. Das war noch die Mission. Das kann uns erstmal egal sein. Ja, Das ist leider gerade etwas doof. Warum musstet ihr euch jetzt noch mit Ungarn verbünden, ihr Deppen? Den Papst direkt angreifen will ich gerade auch nicht unbedingt. Die mich sonst exkommunizieren könnten. Und das wäre momentan gar nicht mal so sehr lustig. Ich nehme, glaube ich, hier erstmal die Prestige. Gegen Kanda und die Krim seid ihr im Krieg. Ist ja interessant. Es wird die Guten aber, glaube ich, nicht davon abhalten, hier in einen Krieg mit einzusteigen. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Ihr werdet von Venedig garantiert und der Papst. Ah, das könnte eventuell auch unschön werden. Das könnte leider auch etwas unschön werden. Das hier ist erstmal uninteressant. Naja, wenn nicht, wir sind über der 20-Minuten-Marke. Das mit Kastilien und der Burgund, das ist einfach göttlich. Hier würde ich jetzt allerdings noch abwarten, bis sich die Koalition auflöst. Und dann würde ich es einfach mal probieren. In Serbien und Bosnien, das ist kein Problem. Die Osmanen ist da schon was anderes, aber ich glaube, mit den Schiffen, die wir hier haben, können wir jetzt auf jeden Fall den Bosporus blockieren. Und wir müssten eigentlich mit den Provinzen hier genug Warscore zusammen zu bekommen, um zumindest ein bisschen was machen zu können. Aber okay, das soll es für diese Folge gewesen sein. Das Glück ist auf unserer Seite bisher. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.